ist der coolste Lehrer deiner Meinung nach? Der Würzel. Okay, danke. Wer ist deiner Meinung nach der coolste Lehrer? Glaube, das sagen Herr Schröder. Danke. Wer ist deiner Meinung nach der coolste Lehrer? Grubingler. Kein Zuckerwasser. Wer ist deiner Meinung nach der coolste Lehrer? Frau Denk. Hallo, Frau Denk. Was war bisher das schönste Ereignis an der Realschule Schöllnach? Ein schönstes Ereignis gibt es eigentlich so nicht. Es gibt einen Haufen schöne Ereignisse. Wenn ich jetzt ganz übertreiben darf, dann würde ich sagen, es ist jeden Tag ein schönes Ereignis. Aber so ist leider nicht ganz. Aber insgesamt, Abschlussfeiern sind schön, die ganzen Tag der Ehrungen sind schön. Alle Sachen, wo man einfach mit den ganzen Leuten was erleben kann, wo man einfach gut miteinander umgeht. Oder auch die ganz kleinen Sachen, wenn einer dem anderen hilft. Das sind lauter super schöne Ereignisse und deswegen bin ich auch gerne an der Schule. Okay, danke. Was war bisher das schönste Ereignis der Realschule Schöllnach? Da fällt mir total spontan einfach ein. Die Abschlussfahrt jetzt am Gardasee mit meiner 10. Klasse, das war echt toll. Wer ist dein Lieblingslehrer? Frau Karl. Danke. Wer ist dein Lieblingslehrer? Der Herr Geiger. Okay, danke. Wer ist euer Lieblingslehrer? Herr Wetzel. Herr Wetzel. Okay, danke. Was ist für Sie die Realschule Schöllnach? Die Realschule Schöllnach, das ist der Platz, wo ich arbeite und wo, wie man sagt, da wirklich echt viel los ist. Meistens nette, brave Kinder. Meistens. Und so, dass ich sage, ich fahre jeden Tag gern her. Okay, danke. Was ist für Sie die Realschule Schöllnach? Die Realschule Schöllnach ist natürlich die allerbeste Schule mit den besten Schülern und der besten 9. Klasse, die es überhaupt gibt. Dankeschön. Was ist für euch die Realschule Schöllnach? Ich finde, das ist eine tolle Schule. Man hat auch nette Lehrer überall. Vor allem Frau Schwarz, aber das ist unsere Klassenleitung immer mit schwarzem Humor voran. Ja, ein schöner Ort, um. Ja, also mir gefällt es hier, weil man gute Lehrer hat und man findet sehr schnell Freunde. Ja. Was? Dankeschön. Okay, let's go. Also, wer ist deiner Meinung nach der chilligste Lehrer? In die Vertretungsstunden, Frau Karl. Okay, danke. Wer ist deiner Meinung nach der chilligste Lehrer oder Lehrerin? Frau Butcher. Wer ist deiner Meinung nach der chilligste Lehrer? Ich glaube, Frau Löw. Okay. Beschreiben Sie den Weihnachtsbasar in 3 Worten. Also, was mir als erstes auffällt, ist sehr viel Trubel, viele Leute laufen rum. Dann fällt mir ein guter Zweck, dass alles gespendet wird, das ist eine super Sache. Und dass die Schüler ganz fleißig sind, ganz viel arbeiten und das alles super vorbereitet haben. Okay, danke. Beschreiben Sie den Weihnachtsbasar in 3 Worten. Er ist lustig, turbulent und die Gemeinschaft ist toll. Okay, danke schön. Beschreiben Sie den Weihnachtsbasar in 3 Worten. Nette Leute, viele Leute, guter Zweck. Okay, danke schön.